Jo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Enigmatis, vermisst in Maple Creek. Und wir gehen ja, nee, diese Folge, das Bonuskapitel an, die Geister der Vergangenheit. Und schau mal, was uns erwartet. 3 days in this eerie town, countless interviews. And I haven't elicited one word about Emily from the preacher's mindless flock. What's your story, preacher man? Why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date, and now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Ja, und schon sind wir im Bonuskapitel. Wie es aussieht, spielen wir jetzt den Detektiv. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber naja. Alter, was schreibst du da so viel? Inventar ist natürlich leer, wir sollen zum Auto gehen, wir haben einen Platten. Wie? Ja, ist okay, kann man haben. So, was sollen wir denn im Auto? Was? Verschiebe Gegenstände, um Banknoten und Münzen zu finden. Etwas Geld könnte in Fächern versteckt sein. Aha. Achso. Kann ich die... Wow. Da ist noch ein bisschen Geld. Guck mal da. Ich kann das nicht überall hinlegen. Mann! Ich will die Münze! Nicht den Koffer! Wie viel sollen wir denn finden? Warum? Okay, das ist jetzt ein komisches Rätsel. Mann, blöden Handschuhe. Man kann auch nicht überall alles hin verschieben. Da ist nichts drunter. Kann man die Tasche öffnen? Scheinbar nicht. Oder hier so ein Kuvert. Eine Münze fehlt bestimmt noch. Ne, ein Schein. Zwei Scheine sogar noch. Was? Zwei Scheine. Ich glaube, ich mache hier schon wieder voll viel Bullshit. Guck mal da. Eins. Da ist ein Schal. Guck mal da. Ach, cool. Ist dies complete? Es ist complete. Wir haben Bargeld. Yes, 18 Dollar. Und nun? Kirche ist schon. Ich kann zur Brücke. Ich kann nicht nach hinten gehen. Aber ich kann auch nicht dahin gehen. Ich kann nur zur Brücke gehen. Vögelchen. Der Baum ist hier noch nicht umgestürzt. Aha. Nein! Ich wollte die Zeitung haben. Aber die kann ich offensichtlich nicht haben. Wir können aber mit Mr. Prediger reden. Da brauchen wir einen Schlüssel. So, you are leaving, Master Detective. Und er chillt sich da ab. I'm busy, can't you see? Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. I'm busy. Take the key and get the pump yourself. Okay. Bedienen wir uns halt selbst. Ist mir auch recht. So, das ist schon mal ein Wimmelbild. Guck mal, hier kann ich ja noch ein Dollarchen. Was wollen wir eigentlich? Ach so. Autowerkzeuge. Nehmen wir die Pumpe mit. Die brauchen wir. Was haben wir denn hier? Wimmeln. Yes. Okay. Fensterabzieher. Da. Nummernschild. Nummernschild. Ich habe das Spiel ja eigentlich schon abgeschrieben gehabt und dann hat sich das noch mit dem Bonuskapitel hier rausgestellt. Aber ist okay.
Es war ja auch, wie gesagt, nicht schlecht an sich. Es ist halt nur doch ein bisschen wenig Info immer gewesen. Taschenlampe, Schlüsselring. Was ist ein Schlüsselring? Das, was ich denke, so ein Ring, wo man seinen Schlüssel halt dran machen kann. sowas ist verdammt klein, aber was wird das hier sein? Haha, Klopapier. Mhm, da liegt schon eine Rolle. Die nehmen wir doch mit. Das sind Süßigkeiten, das sind Süßigkeiten. Das sind auch Süßigkeiten. Das sind Süßigkeiten, das sind Süßigkeiten. Das ist Kaffee. Das sind Süßigkeiten, aber er will bestimmte Süßigkeiten. Das ist Anglerbedarf. Naja, jeder hat eigene Vorstellung von Süßigkeiten. Mega Biskuit. Das ist auch was Süßes. Ey, hier sind überall Süßigkeiten und die gelten nicht. Süßigkeit? Zigaretten. Brecheisen. Der räumt erstmal den Laden hier aus, ne? Ja, selbst schon, wenn er uns den Schlüssel gibt. So. Das ist. Boom, das ist auch keine Süßigkeit. Was ist denn für ihn Süßigkeiten, bitte? Ich habe jetzt hier soweit alle dann Süßigkeiten angeklickt, was ich sehe. Warte hier, Lutscher, Candy. Der feine Herr braucht was Besonderes. Okay, Spray. Das ist auch so ein aussagekräftiges Wort. Das ist ein Feuerlöscher. Das ist eine Ölkanne. Ein Spray. Hm. Nasenspray? Nee. Also ich sehe kein Spray. Ja, was haben wir noch? Wischer und eine Ölkanne. Ah, hier ist die Ölkanne. Den Wischer. Der ist hier. Das ist seine Süßigkeit. Meine Fresse, ein Bonbon. Ich hätte alles andere genommen, aber nicht den Bonbon. Ein Spray. Das ist Spray. Ha. Oh, ein Brecheisen gefunden. Für was auch. Oh, whatever. Hier muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal hin und diesen Automaten aktivieren. Ah, Stromkabel fehlt. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Auto. So. Das reicht scheinbar. Und nu? Was sind denn unsere Ziele? Repariere das Auto, finde Emily. Smith seine Verlobte. Emily Smith, meine Verlobte. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Okay, scheinbar sollen wir noch mit irgendjemandem reden. I'm busy. Ja. So, you are leaving. Hast du auch schon gesagt. Können wir irgendwas aufbrechen? Aber warum? Dahin geht's auch nicht weiter. Was sollen wir denn jetzt mit dem Brecheisen? Unser eigenes Auto knacken. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Hier geht's auf jeden Fall nicht zurück. Da will er nicht hin. Da hinten will er nicht hin. Wir haben nicht viel fette Auswahl. Mach was mit dem Brecheisen. Katze langweilt sich. Über die Brücke, ja. The fuck? So, you are leaving. Digga, tut mir leid. Was will der jetzt von mir? Er weiß nicht, wo er hinfahren soll. Da muss hier noch irgendwas drin sein. Ein Stromkabel irgendwie finden. Eventuell. Nein. Bleib da drin! Bleib da drin! Ja, funktioniert nicht. Ich brauche ein Stromkabel, aber ein Brecheisen bekommen.
Mhm. Man kann nichts aufbrechen. Ich bin verwirrt. Wir sollen Emily finden. Wir können aber nichts machen. Alter, ist zu früh für einen Tipp. Mr. Fahrer, redet der nicht viel mit uns? Hier gibt es auch nichts zu tun. Geht nur zurück zum Auto. Scheiß drauf. Jetzt will ich es wissen. Was habe ich denn übersehen? Och, ernsthaft? Ah, okay. What's that? Ein E, ein R. Und triff mich hier. Das hat Emily geschrieben. Ich muss jemanden fragen, wie ich dorthin komme. Jemanden, wie zum Beispiel. How can I help you, Detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Für dich sollen wir jetzt auch noch einen Dollar ausgeben. Ah, gut, jetzt können wir das Stromkabel bestimmt finden. Das ist dieses hier. Was? Ein Betonmischer? Was war das? Das war der Ventilator. Betonmischer? Aber hier so in Kleinformat, oder? So ein hier. Buchstabe T. Wir suchen den Buchstaben T. Oh Gott. Ein T. Das ist doch ein T. Der gilt aber natürlich nicht. Es muss was anderes sein, was auffälligeres, eingeritztes oder unauffälligeres, eingeritztes oder geschriebenes, gemaltes. Es kann alles sein. So, ein Cocktailstäbchen. Das sind die hier. Oder mehrere Cocktailstäbchen. Dann, Wagenheber. Le Wagenheber ist hier. Da ist der Buchstabe T. Eine Sunglasses, Sonnenbrille. Ja. Ein Buchstabe M, das McDonald's M. Ein Basketball. Da. Signalfahne. Signalfahne, wo ist denn hier eine Signalfahne? Signalfahne? Kann auch rot, orange oder sowas sein, oder? Grün? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich hier gerade keine Signalfahne. Stifte. Stifte, Stifte, Stifte. Stifte? Ich finde auch keine Stifte. Puderdose. Das ist Kaffee. Kaffee? Puderdose. Oh Gott. Heute bin ich wieder blind für alles. Aber ich hab's so gewollt. Ich hab's so gewollt. Puderdose. Das ist kein Puder. Stifte und eine Signalfahne. Das waren Stifte. Okay. Akzeptiere ich so. Eine Signalfahne. Das ist ein Duftbaum. Thomas, das ist ein Duftbaum. Das ist ein Duftbaum. Ruhe. Nein. Eine Signalfahne. Bin ich blind? Das kommt aber darauf an, was sie sich darunter vorstellen, ne? Achso, sowas hier zum Beispiel. Und die Puderdose ist leider nicht die. Ist leider auch nicht die. Ist leider auch nicht das hier. Oder... was sieht noch aus wie eine Puderdose? Das ist es nicht. Was sieht denn hier überhaupt aus wie eine Dose? Das ist Kaffee, Kaffee.
Puderdose. Ist denn jetzt hier deren Meinung nach eine Puderdose? Irgendwas, was ich wieder nicht sehe? Auf den ersten Blick? Puderdose. Ich hätte das hier hinten gedacht. Feuerlöcher gibt es auch mit Puder. Alter. Was ist hier eine Puderdose? Mir fehlt die Geduld für sowas heute irgendwie. Puderdose. Hä? Das ist ein Spiegel. Ach, egal. So, der Automat funktioniert scheinbar. Ich soll einen Kaffee produzieren. Hauen wir mal das hier rein, ne? Der Priester mischt einen Kaffee mit Milch und Zucker. Also wählen wir... Was ist das denn für ein Programm? Milch? Was soll das sein? Karamell. Zucker, Erdbeeren, Kakao, Schlagsahne. Ach, hier unten will er nichts haben, ne? Achso, das war auch gar kein Kaffee. Nein! Machen wir mal hier auf Mu. Und dann gehen wir hier auf Zucker. Und jetzt ist da die Limone, ey. Ich könnte ausflippen. Großer Kaffee. Oh, das kann man auch machen. Mit Mu. Und mit... Scheiße, Limette. Wäre ein großer Kaffee? Kleiner Kaffee. Die verschieben sich also alle drei. Das ist ja ätzend. Okay, Moment. Ja, das kann so bleiben von mir aus. Nee, das ist mit Kakao wieder. Was ist das denn? Achso, das war Karamell. Man! Ich muss das irgendwie... Fuck! Was habe ich jetzt gedrückt? Zurück. Jetzt haben wir schon Schlagsahne. Das will er auch nicht. Okay, jetzt hat sich das hier auch verschoben. Boah, das ist echt ein ätzendes Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Nein. Hier den Kakao drin. Boah, ey. Alter. Oh,
jetzt hat er die Erdbeere schon wieder. Warum? Ich muss das jetzt erstmal hier so lange schieben. Ja. Ja. Ja, um Himmels Willen bleib so. Nein! Warum? Das ist auch richtig, oder? Er will einen kleinen Kaffee. Ich werd bekloppt. Alle werden bekloppt. Oh, Gott sei Dank. Alles für den Priester, alles für den Club. Bei so einer Kaffeemaschine würde ich ja ausrasten am Morgen. Das funktioniert ja gar nicht. Leute, der geht so nicht. Ich dreh durch, wenn ich meinen Kaffee nicht kriege. Thanks for the coffee, Detective. Ja, bitte. Here's your map. Geil. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Okay. So. Oh ja, schöne Karte. Cool, ich kann Auto fahren. Das ist geil. Ich dachte jetzt wieder Minispiel. Steuer das Auto! Ist das die Ruine, oder? Später. Das alte Landhaus. Ja, machen wir gleich mal. Wimmelbild. Yes! Wimmelbild! Schlinge, die brauche ich. Ein Korbkrug. Eine Fledermaus hängt in der Regel vor einer Decke. Ein Knoten. Ein Knoten. Ach man, nee, echt. Ein Knoten. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht. Ein Setzling. Ein Setzling, Setzling, Setzling. Du bist der Setzling. Ein Rahmen. Das ist nicht der Rahmen. Ein Rahmen. 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 Eine Zange. Nein, das ist keine Zange. Zange, 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 Zange. Zicke die Zack, Zack, Zange. Keine Ahnung. Die Ratte. Ratte, Ratte, Ratte. Ratte. Eine Tasse. Tasse. Eine Kröte. Kröte. Ketten. Pinsel. 200 Knoten und die Zange. Aber was für ein Knoten? Knoten und eine Zange. Besonders, wo ist die Zange? Und wo ist der Knoten? Da ist die Zange. Das ist der Knoten. Alles klar! Läuft. So, wir haben eine Zange. Wir dürfen jetzt bestimmt ins Haus einbrechen. Etwas lang ist, um heranzukommen. Okay. Ja, ist verrammelt. Ich habe zufällig eine Zange dabei. Ist wirklich nur Zufall. Okay, ich darf alle rauspulen. Manuell. Hinaus! Und du! Blub. Offen. Sag mal, war da oben nicht gerade noch was? Obergeschoss, ja. Wow, schöne Hütte. Kann man sich's gut gehen lassen. Buddha-Messer. Ohne Zeitung. Braucht drei Buddha-Messer. Weiß ich nicht, vielleicht hat er Gäste. Verschlossen. Ich guck erstmal soweit erstmal den einen Raum an. Okay, dann gehen wir hier rein. Ist dunkel. Will er nicht anzünden? Okay. Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Die Geschichte wird zwischen den Spinnweben und den Staub förmlich lebendig. Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen.
jetzt können wir die Zeitung nehmen, oder? Jawohl. Mit ein bisschen Glück dürfen wir gleich kokeln. Es ist zu dunkel. Deswegen gehen wir mal hier hin, weil wir hier bestimmt was finden. Ach, hier muss das Besteck hin und ich darf es dann alles richtig schön legen. Wahrscheinlich. Okay. Warum auch immer man das dann macht. Ah ja. Ein Schürhaken. Ah, Monogramm. Ein Monogramm ist eigentlich das. Wir machen erstmal die Sachen, die außerhalb zu sehen sein sollen. Motte. Ein Fächer. Fächer. Nein, mach zu. Ich möchte gerne erstmal den Fächer finden. Und eine Schnalle. Schnalle. Oh, die Flöte auch. Nö, eine Pistole soll hier noch sein. Pistole. Okay, und wo ist jetzt der Fächer? Der muss ja auch so erreichbar sein. Eigentlich. Ich sehe keinen Fächer. Okay, mach erstmal das Ding auf. Hier sind jetzt in dem Bild die Streichhölzer. Und der Fächer. Das ist der Fächer. Streichhölzer und Fernrohr. Das wird das Fernrohr sein. Und Streichhölzer sind hier. Und ein Tannenzapfen. Na klar, warum nicht? So, dann das Ding auf und hier müsste der Rest sein. Glocke, Mörser, Schwan und ein Fingerhütchen. Jawohl, das ging noch mal. Juhu, wir dürfen kokeln. Einfach nur, weil wir so cool sind. Dürfen wir jetzt irgendwas anzünden? Ja, anzünden. Das Papier wäre nur verbrannt. Ja und? Okay, scheinbar dürfen wir immer noch nicht kokeln. Ich muss jetzt den Kamin anzünden. Und dennoch muss ich irgendwas finden. Okay, Holzscheite, 2 Stück, natürlich. Das macht Sinn. Das ist kein Holzscheit. Das ist ein Holzscheit. Okay, jetzt brauchen wir noch Kopfbedeckung. Ich merke, das ist Reisig. Ich merke, Kopfbedeckung ist auch so eigentlich ein umfangreiches Wort. Pferdchen. Kopfbedeckung? Nein. Kopfbedeckung. Also irgendwie eine Mütze oder ein Hut oder so. Irgendwie sowas muss hier rumliegen. Ich sehe davon nichts hier. So ein Deckel kannst du dir aufsetzen. Brauchen wir einen Löffel? Ja, brauchen wir. Okay, warte mal, was brauchen wir noch? Waschbrett. Bauch. Besen. Vorhängeschloss. Küchenbeil. Harke. Nee, Quatsch, das ist keine Harke. Hier ist eine Harke. Da ist die Kopfbedeckung. Ein Nest. Ein Nest ist hier. Zack, Eier geklaut. Säge, Säge, Säge. Eine Säge. Brauchen wir hier irgendwo eine Säge? Ich sehe keine Säge. Aber ich sehe auch erstmal alles nichts. Oh Gott, ich bin heute so müde. Eine Ehre. Das war eine Säge. Was ist eine Ehre? Eine Ähre. Ich brauche nur einen Holzscheit. Der ist es nicht. Das ist ein Riesenholzscheit. Das ist auch kein Holzscheit. Aber was ist eine Ehre? Das ist eine Ehre. Okay. Ach ja, 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 stimmt. Gehirn lässt mich nur gerade ein bisschen in den Stich. Wo ist denn jetzt? Also ich habe jetzt so viele Holzsachen angeklickt, Alter. Eins davon. Hier, Holzscheit. 1A. Also sie wollen immer irgendwas Bestimmtes. Da sollte man aber auch nicht so viele Varianten hier reinmachen, wo man dann denken könnte, es ist unrealistisch, dass dieses Brett jetzt nicht mitzunehmen und lieber dieses vergammelte andere Brett, was man eigentlich finden soll, dem vorzuziehen. Das ist eine Holzbeen. Alter. Was soll denn hier der zweite Holzscheit sein, bitte? Hier hätte ich 1A gedacht, so.
Holzscheit, 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 Holz. Das ist alles Holz. Nimm doch irgendwas. Um Himmels Willen, nimm irgendwas und zünd es an. Das war er. Na klar. Super. So, hinein. Kamin, Feuer, Streichhölzer, anzünden. Und so rumzudrucksen. Zünd das Zeug an. Oh my God, it's Emily's stuff. It's her backpack. It's her backpack. And her sleeping bag. She was here. Emily, where are you now? Where are you now? Sorry, war klar, dass das jetzt kommt, oder? Das ist eine komische Tasche. Schürhaken. Werden wir noch brauchen. Wir dürfen bestimmt noch irgendwas ins Feuer werfen. Und dürfen es untersuchen. So, das Ding kennen wir sogar. Ich muss wieder in den Draht kommen, ja. Natürlich. Emily has a pendant that unlocks this box. I'll hold on to it until I find her. Ich grab erstmal alles, was ich finden kann. Alter, so weit wollten wir jetzt noch nicht. Da fehlen noch einige Teile. Das steht aber... Doch, das steht da. 4 Stück. Sorry. Wollte nicht randalieren. So, Taschenlampe. Sonnenbrille. 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 Stecknadel. Eine Sticknadel ist hier. Wo ist denn die Sonnenbrille? Sonnenbrille, 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 Sonnenbrille. Hier. Haarbürste. Das brauchen wir bestimmt. Noch nicht. Das brauchen wir später. Bürste. Zahnbürste. Wir suchen Bürsten heute hier. Bürsten, Bürsten, Zahnbürste. Ein Spielwürfel. Na klar. Suchen wir was anderes. Eine Schnalle. Na, Emily, die Schnalle. Nein, okay, Entschuldigung. War nicht. Das Ding brauchen wir. Das war die Schnalle im Übrigen. Interessant. Ein Stirnband. Was hier? Eine Dose. Da steht sogar Dose drauf. Richtig geil. Ein kleines Jagdmesserchen. Eine Kamera. Ein Lippenstift. Lippenstift. Wo bist du denn, Lippenstiftchen? Quatsch, warum klicke ich die Thermoskanne an? Öffne Wixkan. Wo ist denn ein Lippenstift? Ich sehe keinen Lippenstift. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Da hinten liegt er. Spielwürfel immer noch. Ich meine, so ein Spielwürfel soll das darstellen. Okay. Messer. Jetzt haben wir ein Messer. Schön. Was haben wir denn jetzt mit dem Messer? Besteck. Okay, die können wir irgendwo abstellen. Ne, dafür haben wir noch nichts. Hätte sein können. Hä? Stirb, Feuer, stirb! Weg nach oben ist blockiert. Okay, gucken wir, ob sich hier irgendwie was getan hat. Natürlich. Ein Signalhorn. Signalhorn. Briefmarke. Mhm. So ein kleines, unauffälliges Ding wie eine Briefmarke. Na klar. Finden wir schon noch. Wer weiß, wo die klebt. Eine Schachfigur. Schachfigur. Eine Kokarde. Das war der Kamm erstmal. Ich habe einfach nur so drauf geklickt. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich mir mit der Kokarde vorstellen kann. Pfeife, hier ist die Schere. Notenblatt. Das ist eigentlich für mich ein Kork. Irgendwas mit Korken.
war die Halskette. Das war die. Ach, das war die Briefmarke. Okay, das ist eigentlich ein Wachssiegel, aber. Hey, was weiß ich schon? Was weiß ich denn schon? Was ist denn hier eine Kokarde? Was war eine Brille? Die Flöte. Eine Gabel. Gabel ist easy. Was ist jetzt die Kokarde? Das ist eine Kokarde. Alles klar, gut. Wieder was dazugelernt. So, Besteck haben wir komplett. Jetzt können wir... Ja, decke den Tisch. Ein Gedeck ist bereits korrekt. Das. So, wir sollen... Für wie viel? Ach du Scheiße. Gut, die Gabel hier ist natürlich falsch. Die kommt dahin. Falsch rum. Löffel richtig rum. Der Löffel. Wir brauchen noch eine Gabel. So, wir haben Gabel, Messer, Löffel. Wir haben Gabel, Messer, Löffel. Wir haben Gabel, Messer, Löffel. Wir haben Gabel. Falsch rum. Gabel. Messer, Löffel. Ist jetzt hier noch was falsch? Achso. Haben wir alle richtig, oder? Achso, wir brauchen noch die Kleinen, natürlich. Die sollen so hingucken, so hingucken. So, dann gucken. Ach. Unterteller, 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 Unterteller. War das jetzt schon wieder falsch? Ist der Löffel? Ist der Löffel? Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Der hier ist eingerastet. Ach, guck mal, die Messer sind auch falsch rum. Na klar. So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Und was ist das andere? Achso, das Wappenteil. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Ach ja, hier. Oh, klar. Natürlich kommen wir nicht ran. Etwas wurde ins Schlüsselloch gestopft. Mit dem Schürhaken rauspopeln. Messer geht also nicht. Okay, dann müssen wir erstmal was finden, um das Schlüsselloch freizukriegen. Was ein Zufall, ne? Emily, hast du zufällig irgendwas in deiner Klamotte? Ne. Nicht wahr? Ach, guck mal, mit den Schürhaken können wir doch bestimmt. Schildteil. Das war das dritte. Okay, 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 okay. Trotzdem brauchen wir noch irgendwas zum Rauspopeln. Hier ist jetzt bestimmt gar nichts mehr, wa? Nö. Sehr schön. Dann muss hier noch was im Wohnzimmer sein. Was ist denn hier mit dieser Tasche auf sich? Es ist sehr heiß. Oder ist der... Nee. Ich muss ja wieder gucken, ob hier nicht irgendwas Kleines versteckt ist oder so. Ihh, guck mal. Joa. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Die ist ja lang genug geworden. Und dann hoffen wir, dass wir Emily finden werden. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.